Allerdings möchte ich ihn noch nicht erfüllen, weil ich gerade ein bisschen spare. Hungersnot forderte 5 Opfer, das ist ja wohl... Und Spaß, was macht die Tussi hier? Sie darf doch importieren, wie sie will. Das ist aber ein schlechter Scherz. Bei den Fischern geht es auch nicht mehr ganz gut. Nee, den Fischern geht es eh nicht mehr ganz gut. Ich komme aber auch nicht auf diese Berge irgendwie drauf, oder? Hier könnte man wunderbar Sachen anbauen. Nee. Nee, das geht echt nicht. Leck mir im Arsch. So, unsere Knete steigt und steigt und steigt. Das finde ich sehr gut. Wie sieht es hier aus? Ja. Das Sportzentrum ist knapp über die Hälfte fertig. Die Konservenfabrik da. Das kann auch dauern, bis die fertig ist. Aber die Russen haben mehr Geduld. So, wir haben ja aktuell 5 Quests. Was ist denn diese scheiß Religion, ey? Die müssen wir irgendwie auch mal in den Griff kriegen. Was wollen die Leute denn? Wahrscheinlich sind das einfach nicht genug Plätze, was wir haben. Ein Bürger wurde zum Kriminellen. Das ist natürlich super. Schon wieder ein Schiff. Ja komm, lass richtig viel Knete, ja. Kommt, Leute, exportiert. Exportiert. Anscheinend importieren wir gerade. Alter, wir importieren aber richtig. Lol, 88.000. So, hier. Zack, bezahlt. Beziehung zu... Ja, ja, super. Das sieht doch wunderbar aus. Bis auf die Chinesen haben uns echt alle lieb. So, Regierung Nuklearprogramm. Was ist denn das? Wie sieht denn das aus? Ich baue es mal direkt hier so neben. Okay. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, will ich mal meinen. Ich baue es mal hier so schräg dran oder hier so hin. Oder hier so, genau so mache ich das. Na, jetzt bin ich aber gespannt. So, ist das teuer für... Ach du, ja. Sofort, warum kann ich mir gar nicht leisten? Boah, Leute, gib mal Gas hier, ey. Das gibt's doch gar nicht. So, warte mal, dann mache ich die russische Konservenfabrik mal auf niedrige Priorität. Das hier dann auf mittlere und das auf hohe, damit die erst das bauen, dann das und dann zu guter Letzt das hier unten. So, ich hoffe, das Nuklearprogramm macht jetzt keinen böse, aber ich denke mal, das wird schon. So, Bildung und Medien, was haben wir hier eigentlich noch nicht gebaut? Hier fehlt uns noch die Wissenschaftsakademie. Die könnten wir eigentlich mal bauen. Und die Radarschlüssel haben wir auch noch nicht. Wo könnte ich denn eine Wissenschaftsakademie hinbauen? Vielleicht hier oben so, an die Spitze des zukünftigen Wohngebietes? Ich glaube, das mache ich mal. Wissenschaftsakademie. Mal ein bisschen ranzoomen hier. Theoretische Forschung. Aha. Bildungsstandards. Forschungsprämie. Unsere Wissenschaftler können Experten werden, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Theoretische Forschung. Diese Art der Forschung ist die beste. Kostengünstig. Man gibt von nichtsnutzigen Professoren ein Stück Kreide und eine Tafel und sie haben ihren Spaß. In diesem Arbeitsmodus werden wir für das gewordene normale Unterrichtskostfeld. Ja, das klingt gut. Das nehmen wir. So, wollen wir das gute Stück mal hier oben hin. So. So, eigentlich ist unser Bildungsviertel ja hier unten mit der Grundschule, Oberschule und der Hochschule.
Aber die Wissenschaftsakademie, die ist dann doch hier oben. Da könnte ich hier nicht die Radarschüssel hinbauen. Direkt neben das Einkaufszentrum. Das sieht bestimmt total stylisch aus. Radarschüssel. Den Äther reinnehmen. Blockiert den Funkempfang für Rebellen und Ausländer und führt zur Abnahme. Ach, oh mein Gott. Nach Aliens suchen. Spionage-Infos verkaufen. Verkaufen Sie Spionage-Infos an den Höchstbietenden. Jeden September wählen Sie eine vom Wert der Information abhängige Geldsumme erhalten. Ich glaube, ich nehme mal das letzte. Das habe ich doch schon mal gemacht. Spionage-Infos anzapfen und dann verticken. So, das gute Stück stellen wir mal hier so hin. Ja, warte mal, so. Stellen wir mal so hin. Zack. Parkhaus überlastet. Ja, stör mich nicht. Ich habe Wichtigeres zu tun. So. Mars-Menschen hatten versucht, El-Präsidenten zu entführen und für Experimente zu missbrauchen. So wurde das Seetyp-Raum für die Suche nach Außerirdischen gegründet. Ha? Ja. Interessanter Text. So Leute, dann versucht doch mal ein paar prekäre Informationen abzufangen, die wir dann verticken können. Alter, wird's hier mal bald mit dem Sportzentrum, das gibt's ja nicht mehr. So, dann haben wir hier auch alles abgehakt. Eine neue Radarschüssel wurde installiert, aber niemand weiß, wozu sie gut ist. Win Ultimo, wissen Sie Näheres darüber? Schatz, ich versichere dir, ich hatte keinen mit dieser Frau. Tut mir leid, Sonny. Wo war das gerade? Diese Radarschüssel dient natürlich nur den örtlichen Telekommunikationsunternehmen und nicht irgendwelchen Spionageaktionen an ausländischen Staaten. Nein, sowas würde ich natürlich niemals machen. Seht ihr, da fährt auch schon die Polizei brav vorbei und passt auf, dass sie eben nicht spionieren. Hier werden auch keine Spionageinfos oder so verkauft. Nein. Coole Sache hier. So, was könnte ich denn? Habe ich bei Industrie eigentlich? Ja, okay, ja. Atomkraftwerk, Rohstoffwerk, Windturbine. Wir könnten mal ein bisschen auf Windenergie umsteigen. Flughafen, tja. Ohne Spaß, fragt mich nicht, wo wir das Ding hinbauen wollen. Das Ding ist so scheiße riesig. Wir könnten das... Wir bauen das an den Strand. Das habe ich soeben beschlossen. Komm, da ziehe ich jetzt auch schon mal die Straße hin. So, mal hier so ein bisschen. So. So, hier mal eine kleine Kurve. Ja. So. Dann komm, Straße, zieh mal ein bisschen vernünftig. So. Ja, natürlich bleibt das erstmal nur ein Feldweg, weil die nicht wirklich groß befahren ist. Aber wir haben tatsächlich eine Straßenanbindung an unseren zukünftigen Flughafen. Und ich glaube, ich kann das Gedöns eigentlich hier dann auch mal weiterziehen. Wobei, hier bauen die ja ihr Tiere an. Weil ich könnte hier eigentlich echt mal irgendwie hier so durch. Dann hier so lang. So, und dann hier so anknüpfen. So, zack. Genau, so. Dann gibt es hier auch schon mal eine Verbindung.
Oder müsste ich hier noch eine Verbindung schaffen? So, genau, machen wir das so. Jawohl, das nenne ich gute Infrastruktur. Alles klar, das Ding ist fast fertig, danach wird das gebaut und dann zu guter Letzt das da unten. Okay, dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle mal eine kleine Aufnahmepause und in der nächsten Session werde ich dann mal versuchen, hier an dem Strand hier einen großen Flughafen hinzubauen. Da können wir auch mal Handelsmissionen nach Russland bzw. nach USA dann auch machen. Und tja, hier entsteht dann so langsam auch dann demnächst unser Militärviertel, wo ich mir etwas überlegt habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Aufnahme. Oh, Moment, die Quest, die gucke ich mir gerade noch an hier. Moment, wir können nur noch einen annehmen. Lol. Zwei ausländische Touristen werden nach einer Entführung als Geiseln festgehalten. Na, ist ja ein Witz. Ist der Tourismusindex gesunken. $2000 für die beiden Touristen, also $1000 pro Kopf. Ja, hier, komm, könnt ihr haben. Ich bezahle das Lösegeld. Was haben wir hier denn zum Beispiel? Sie sind unterrepräsentiert, Präsidente. Ihr Volk denkt nicht ständig an Sie. Ich soll ein zweites Präsidentenmuseum bauen. Ja, okay, nehme ich an. So, okay, dann würde ich sagen, ja, ein Präsidentenmuseum haben wir schon, das weiß ich. Das steht mir hier, das gute Stück. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Aufnahme erst das zweite Präsidentenmuseum und dann gucken wir mal, was dieser Quest für uns bereithält. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Aufnahmesession. Tschüss!